Guten Morgen, Don. Morgen, Frank. Du bist früh auf den Beinen. Wie geht's dir? Hier geht's wesentlich besser, als es mir gehen würde. Ein kleines Mädchen ist verschwunden. Kann ich sie sprechen? Hör zu, sie hat seit einer Woche nicht mehr geschlafen. Ich brauch sie, Frank. Hast du was erfahren, Don? Nein. Es ist doch erst 8 Uhr früh. Und du schwitzt schon. Oh, es gibt Schwierigkeiten im Camp in Cactus Spring draußen. Ein kleines Mädchen ist verschwunden. Rachel, du musst es nicht machen. Wie klein? 9. Seit wann? Ihre Eltern sind gegen 6 aufgewacht und sie war weg. Seitdem suchen alle im Camp nach dem Mädchen. Aber es gibt keine Spur von ihr. Hast du Elkwood County angerufen? Ja, die führen gerade selbst eine Suchaktion durch. Copper Lake? Die können frühestens in 4 oder 5 Stunden jemanden herschicken. Sie vermuten, dass sie in die Wüste gegangen ist. Ihr Name ist Mandy. Mandy Alice. Ihre Mutter und ihre Schwester warten auf Platz 28. Ich zieh mir schnell was anderes an. Rachel, ich denke nicht, dass du das tun solltest. Du bist doch gar nicht in der Verfassung, um da rauszufahren. Hier bin ich doch sowieso zu nichts nutze. Das ist doch gar nicht der Punkt. Genau das ist der Punkt, Frank. Ist es immer gewesen. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaff's nicht, werde ich von allein wiederkommen. Übernehmen und dafür sorgen, dass jeder Anruf, der eingeht, weitergeleitet wird. Danke dir. Du solltest die Tür offen lassen, falls sie vor mir zurück sind. Okay. Ich muss los, Frank. Ich rufe den Bezirksstaatsanwalt an und gebe ihm die Nummer der Basisstation durch. Bis dann. Ich bin da, Frank. Ich habe eine Ermittlungsbeamtin des Bezirksstaatsanwaltes in der Leitung. Ich werde sie durchstellen. Sprechen Sie. Rachel Harrison? Ja. Hi, ich bin Corinne Davis. Ich bin Ermittlungsbeamtin in der Abteilung für Kindesentführung beim Bezirksstaatsanwalt. Und ich bin gerade mit Ihrem Fall betraut worden. Wieso jetzt? Ihre Kinder sind seit einer Woche verschwunden. Ich denke, es wird Zeit, dass wir sie finden. Und ohne unbescheiden zu sein, ich bin die Beste. Wie lange waren Sie mit diesem Loser verheiratet? 6 Jahre. Hat er Sie missbraucht? Ja. Haben Sie einen Grund anzunehmen, dass er tatsächlich jemanden töten würde? Ich weiß es nicht.
Ein paar Menschen sind tot. Gut, ich werde den Kerl aus dem Verkehr ziehen. Und ich werde ihre Kinder zurückbringen. Ich melde mich bei ihnen. Ich will sie nur wieder im Arm halten. Auf den ersten Blick scheint es ein komplexer, langwieriger Rettungsprozess zu sein, wenn sich jemand verirrt hat. Aber oftmals ist das gar nicht der Fall. Weicht jemand nur zwei Schritte vom Weg ab und dann noch zwei, eine Auswaschung, die wie ein Weg aussieht. Und schon ist er so orientierungslos, als sei er auf dem Mond ausgesetzt worden. Ein Ranger, ein Fährtensucher, muss diese ersten beiden Schritte, die Stelle finden, wo dieser erste Fehler, der verhängnisvolle Irrtum, begangen wurde. Das ist der Ausgangspunkt der Suche. Und wenn man sein Leben zurückverfolgt? Ich nehme an, das ist das Gleiche. Man muss an den Anfang gehen, dahin zurück, bevor man sich verirrt hat. Wir nennen das den letzten Anhaltspunkt. Sind Sie Mrs. Ellis? Mhm. Rachel Harrison. Werden Sie Mandy finden? Ja, das werden wir. Wenn Sie sich einfach dort an den kleinen Tisch setzen würden, während ich das Gelände absperre, ich bin gleich wieder bei Ihnen. Ladies, dürfte ich Sie bitten, einen Schritt beiseite zu treten? Ja, natürlich. Ja, wurde auch Zeit, dass jemand kommt. Aber was? Ich bin gleich bei Ihnen. Sie ist nicht hier. Wir haben stundenlang gesucht. Ja, das weiß ich, Ma'am, aber sie ist zwei Tage hier gewesen. Das bedeutet, sie hat hier irgendwo Spuren hinterlassen. Wissen Sie, was sie für Schuhe getragen hat? Nur Turnschuhe, einfache Turnschuhe. Die waren aus dem Supermarkt. Alt oder neu? Wir haben sie für diese Reise gekauft. Sie waren neu. Und welche Größe hatten sie? Ich weiß es nicht. Das mit den Größen ist inzwischen so verrückt. Sie hat mehrere probiert, sicher ein Dutzend. Größe 3. Lisa, woher willst du das wissen? Ich habe das doch unter ihrem Schuh gesehen, als sie mich getreten hat, Mom. Hast du noch was darunter gesehen? Irgendwas Auffälliges, woran man erkennt, dass es auch wirklich ihr Fußabdruck ist? Sowas wie diese geraden Linien? Mhm, genau sowas. Sowas hatte sie nicht an ihrem Schuh. Sie hatte nur Karos mit Schnörkeln. Ich habe die viel hübscheren Turnschuhe. Hast du sonst noch was gesehen? Sie hatte Kaugummi unter ihrem Schuh. Na, das hilft uns sehr. Tja, ich sehe nur jede Menge von deinen geraden Linien. Bist du deiner Schwester gefolgt? Ich wollte nur gerne bei ihr sein. Ja, meine kleine Tochter rennt auch hinter ihrem Bruder her. Wir können auffahren. Ich wünsche euch eine gute Reise. Vielleicht sieht man sich nächstes Jahr wieder. Hast du einen gefunden? Der hier stammt von heute Morgen. Woher wissen Sie das? Die Blume hier, auf die sie getreten ist, beginnt sich gerade erst aufzurichten. Mandy würde niemals auf eine Blume treten. Sie würde nicht mal auf Ameisen treten. Hat sie eine Taschenlampe? Ja. Ist die noch da? Sie ist verschwunden! Also, dann ist sie weggegangen, bevor es hell wurde. Sie ist auf die Blume hier getreten, weil sie sie nicht gesehen hat. Okay, ich werde Mandy jetzt folgen. Nachher kommen noch weitere Ranger und Fährtensucher hierher, Mrs. Ellis. Sie sollten hier bleiben und denen zeigen, was ich gefunden habe. Das wäre eine große Hilfe. Gut. Wollen Sie nicht ein Bild von ihr mitnehmen? Bring mir mal den Eimer mit Wasser hier rüber. Behalten Sie es. Zeigen Sie es den anderen. Tut mir leid, all der Ärger, den wir Ihnen machen. Das ist kein Ärger. Komm, mein Schatz.
Gefährten suchen hat nichts mit Magie oder Instinkt zu tun. Die Menschen pflegen die Geschwindigkeit, mit der sie sich fortbewegen, beizubehalten. Wenn man festgestellt hat, wie schnell sie sich vorwärts bewegen, kann man den Bereich, wo sie ihren nächsten Fuß hinsetzen werden, eingrenzen. Man braucht dazu nur einen Stock, Geduld und den Blick fürs Detail. Und die Bereitschaft, viel Zeit im Dreck zu verbringen. Aber das war noch das geringste Übel für mich. Ich bin wie ein Junge aufgewachsen auf einer kleinen Farm in Louisiana. Das mit der Geduld war der schwierige Teil. Ich wurde 2 Monate zu früh geboren und habe es lange Zeit nicht für nötig gehalten, zurückzublicken. Der Blick fürs Detail, diese Fähigkeit wurde mir eingebläut. Ich habe die Spitze selbst dran genäht. Sieht sehr hübsch aus. Das ist gut. Eine Daumenbreite genau. Du denkst wohl, du wärst in Sicherheit. Nur weil ich Angst vor der Dunkelheit habe. Rachel, ich bring dir doch nur einige Sachen bei. Ist es nicht das, was du wolltest? Das hast du zumindest gesagt. Wo willst du hin, hä? Dein Dad sagt, du hast dir die Suppe eingebrockt, also löffel sie auch aus. Rachel? Rachel! Ranger 1 an Basis. Bitte kommen, 1. Ich habe den Zeltplatz 28 gesichert, die Fährte isoliert und sie bis zu den Toiletten weiterverfolgt, Frank. Ich versuche, sie von hier aus neu aufzunehmen. Die Taschenlampe des Mädchens habe ich in der Toilette auf dem Fußboden gefunden. Aber ich habe sie nicht angerührt. Ich weiß nicht, ob sie verloren oder ein Kampf stattgefunden hat. Oh Mann. Und Basis? Hier verlassen jetzt einige Wagen das Camp. Ich lasse den Parkplatz schließen und schicke Dale mit dem Hubschrauber des Sheriffs rauf. Mal sehen, was er entdeckt. Ich werde jetzt die nähere Umgebung des Geländes absuchen. Verstanden. Rachel, alles in Ordnung? Ist schwer für einen allein, die Umgebung abzusuchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jennings schickt noch 2 Ranger in ungefähr 25 Minuten. Basis ober. Ranger 1 verstanden. Na los, steig aus. Kevin, du hast gesagt, keine Probleme mehr. Hier geht's nicht um Probleme. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich will dich loswerden und dann gehört John mir und ich kann eine anständige Mutter suchen. Eine gottesfürchtige, gehorsame Mutter. Ich werde dir da reinschießen, damit er es auch kapiert.
brauchst dich hier nicht zu verabschieden. Er wird sich sowieso nicht an dich erinnern. Geh schon. Los doch. Erinnerst du dich noch an die Liebesgedichte, die ich geschrieben habe, woraufhin du dich in mich verliebt hast? Ich habe sie nicht mal für dich geschrieben. Sonny! Noch eine Bewegung und der Junge kriegt eine Kugel verpasst, noch bevor du einen zweiten Schritt machst. Komm, beweg dich. Bitte, beweg dich. Sowieso niemals lebend wegkommen. Meter 1, hier ist Don. Komm, Don, hier spricht Ranger 1. Wir haben veranlasst, dass der Pächter des Camps im Norden und die Polizei von Elkwood im Süden alle Fahrzeuge überprüft. Rach, du bist nicht hier gewesen, als das Baby verschwunden ist. Die Suche habe ich durchgeführt. Wir haben es nie gefunden. Zwei Jahre später ist ein Stück des Schädels aufgetaucht. Bitte sag mir, dass dieses kleine Mädchen noch lebt. Ich suche jetzt die Umgebung ab. Das dauert seine Zeit. Das Eingrenzen eines Gebietes ist das Schwierigste an der Spurensuche. Tatsache ist, wenn jemand nicht dort war, wo er vorher gewesen war, muss er diesen Ort verlassen haben. Und wenn er das zu Fuß getan hat, musste er Spuren hinterlassen haben. Beim Umkreisen des Camps, so jedenfalls in der Theorie, müsste ich also auf Mandys Spuren stoßen. Das Problem dabei ist, dass man selbst deutliche Spuren nur schwer erkennen kann, wenn man sich in einem 90-Grad-Winkel auf sie zubewegt. Und es gibt keine Garantie, dass die tatsächlich deutlich sichtbar sind. Und ich habe nur eine Chance. Vielleicht muss ich eine Meile gehen, bevor ich auf Fußabdrücke mit einem Kaugummi stoße. Oder ich laufe direkt daran vorbei. Oder sie ist an der Stelle über einen Felsen gelaufen und hat überhaupt keinen Abdruck hinterlassen. Selbst die geringste Veränderung, vielleicht verstreuter Sand, vielleicht ein weggeschobener Kieselstein, den ich übersehen habe. Und von diesem Punkt an würde ich mich dann von ihrer Spur entfernen. Und dann befände sie sich irgendwo hinter mir, verloren. Mandy! Und genau das war mir passiert. Ich hatte schon einmal die falsche Richtung eingeschlagen. Und jetzt war es zu spät, den richtigen Weg wiederzufinden. Ranger 1 an Basis. Ich habe frische Fußspuren entdeckt. Oberhalb von Zeltplatz Nummer 7. In Richtung Norden. Sag ihrer Mutter Bescheid. Mandy ist hier gewesen. Basis an Einsatzleiter. Ich höre, Frank. Ich brauche für den Hubschrauber einen Tankwagen. Kannst du einen auf den Weg schicken? Ich kümmere mich drum. Verstanden, Over. Basis an Allen? Ich höre, Basis. Jerry und Fran müssten gleich auftauchen. Sie übernehmen dann die Fahrzeugkontrolle. Gib mir bitte sofort Bescheid. Die müssen einen Landeplatz vorbereiten. Verstanden. Ich werde es Ihnen sagen. Over and out. Hier ist die Prick Trainingsbasis. Wir haben ein größeres Polizeiaufgebot zusammengestellt. Sie machen sich gleich auf den Weg zu Ihnen. Geschätzte Ankunftszeit in 65 Minuten. Over and out.
Dann habe ich Kevin schließlich verlassen. Endgültig. Er hatte mich jeden Abend bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt. Nach einem Monat konnte ich nicht mehr sprechen. Ich konnte kaum noch atmen. Mein Hals war dick angeschwollen. Und ich beschloss, wenn ich schon sterben müsste, dann lieber auf der Flucht, als stumm in der Ecke meines eigenen Hauses. Also nahm ich die Kinder und lief mit ihnen weg, als Kevin uns mal 10 Minuten allein gelassen hatte. Wir schafften es bis Montana, wo John und Ruthie dann zum ersten Mal erfuhren, dass andere Leute nicht der Meinung waren, für zu braun gewordene Bratkartoffeln müsste man verprügelt werden. 3 Wochen lang, 3 wundervolle Wochen lang, waren wir frei. Nun arbeiten Sie nicht so viel. Zimmer und Essen sind nicht so teuer. Das ist keine Arbeit. Donnerwetter, die Kinder sehen nicht so aus, als hätten sie jemals Dreck gesehen. Ihr Dad wollte das nicht. Sie durften sich nie schmutzig machen. Ich habe hier etwas, was Ihnen sicher gefallen wird. Versuch sie zu fangen, Lucy. Ruthie! Johnny! Komm her, Johnny, geh rein! Komm schon, komm mit mir mit! Komm schon! Lauf, Johnny! Lass rein, geh rein! Sag kein Wort, okay? Hallo, Vermittlung! Mrs. Harrison, mein Name ist Jameson. Ich bin Privatdetektiv. Melden Sie sich. Dürfte ich Sie kurz sprechen? Hallo? Wir reden. Aber nur mit der hier. Ich bin einverstanden. Ma'am, Ihr Ehemann hat mich angeheuert, um Sie zu suchen. Er sagte, Sie wurden einer Gehirnwäsche unterzogen und seien mit einem anderen durchgebrannt. Ich bin seit 3 Tagen mit ihm unterwegs und jetzt weiß ich, dass dieser Mann gefährlich ist. Verrückt. Ich glaube nicht, dass er Ihnen etwas antun würde, wenn ich dabei bin. Aber wenn er auf Sie losgehen sollte und ich bin nicht in Sichtweite, erschießen Sie ihn, Ma'am. Schießen Sie ihn über den Haufen. Der Privatdetektiv sagte bei der Vormundschaftsverhandlung aus, aber in Missouri gilt es als schwereres Vergehen, seinen Ehemann zu verlassen, als seine Frau in der Küche abzustechen. Der Richter sprach meine Kinder Kevin zu. Jahrelang habe ich in 3 Jobs rund um die Uhr gearbeitet, um genug Geld zu verdienen, damit ich gegen ihn angehen konnte. Ich kämpfte und kämpfte. Aber Kevin konnte sich gut verstellen. Oh ja. Und am Ende war mir nichts geblieben. Kein Sorgerecht. Nicht mal besuchen durfte ich die Kinder. Und an dem Tag, als das Urteil rechtskräftig wurde und ich nicht mehr weiter wusste, nichts mehr unternehmen konnte, fuhr ich in die Wüste, zu dem Ort, wo er mich einmal zurückgelassen hatte, mit den Worten: Hier macht sich niemand über eine alberne Leiche ohne Kopf Gedanken. Ich kam an einen Ort, der mir vorkam wie die Hölle auf Erden. Weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, was er meinen Kindern antat. Ich glaube, ich kam her, um zu sterben. Hubschrauber 1 an Ranger 1. Kommen, Hubschrauber 1. Hier sind 2 Männer aus Copper Lake, die wollen zu Ihnen. Da wären wir, okay. Unter mir ist eine ebene Fläche. Ist es in Ordnung, wenn ich dort runtergehe? Ja, machen Sie das. Wow,
Oh Mann, sind die Dinger hoch. Rachel. Jason. Ich bin Skip, der Neuling. Ist mein kleiner Bruder. Trotzdem freue ich mich, dass Sie mitgekommen sind. Hey, Adrenalin ist besser als Sex, richtig? Also, wo ist die Fährte? Die ist gleich hier vorne. Ah, die ist gut. Ein Bilderbuchabdruck. Okay, das hier ist markant. Die Sohle, von der Ferse bis zum Zeh. Zeichne den Abdruck ab, das hilft dir, ihn zu identifizieren, wenn du ihn siehst. Okay? Alles klar? Also, ich übernehme die Spitze. Sicher. Haben Sie schon mal in so einem Gelände gearbeitet? Ja, ich war mal ein Wochenende in der Mojave. Jason leitet praktisch die Bergwacht am Copper Lake. Nachdem ich neulich von der Klippe gesprungen bin, um zwei Trottel zu retten, die da mit ihrem Wagen runtergefahren sind, dürfte das doch einfach sein. Einfach, aber anders. Gehen Sie doch neben mir, bis Sie sich eingewöhnt haben. Wir werden uns eh abwechseln müssen. Sie hat circa 5 Stunden Vorsprung. Unsere Augen werden müde werden. Das gilt vielleicht für Sie. Ich stehe in den Startlöchern. Jason! Jason! Sie treten auf die Spur. Ich sehe nicht einen Fußabdruck. Auf diesem Untergrund gibt es nicht immer Fußabdrücke. Manchmal ist es nur eine Bruchstelle oder ein Kratzer auf einem Stein, so wie hier. Und da. Und dort. Sehen Sie das? Der Hubschrauber wird Sie gefunden haben, ehe wir gestartet sind. Wichtig ist, dass sie gefunden wird. Längst tot. War eine Zeitverschwendung. So läuft es eben ab. Oh, klar. Sie meinen, wenn man sein Foto auf der Titelseite mit einer Leiche... Sprechen Sie gefälligst nicht so von ihr. Denken Sie etwa, Sie könnten es besser? Ich weiß, ich könnte es besser. Hier, hier und da und dort. Ist doch einfach. Sehen Sie? Ich sehe gar nichts, Jason. Darum übernehme ich jetzt die Spitze. Es müssten doch Abdrücke zu sehen sein. Lass Rachel weiter vorgehen. Tja, wieso denn? Hier gibt es nichts zu sehen. Wir haben uns den ganzen Tag Kieselstein und Felsbrocken angesehen. Wir müssen die Gegend absuchen. Alles absuchen? Die ganze Gegend? Das dauert doch Stunden. Dann sollten wir jetzt lieber gleich losgehen. Oh ja, ja, das würde Ihnen wohl so gefallen. In dieser miesen Gegend im Kreis rumlaufen. Geben Sie es zu, Sie haben sie verloren. Sie verschwenden schon seit Stunden unsere Zeit. Wirklich, Jason, ich habe jetzt genug von Ihnen. Sie verschwenden meine Zeit. Ich fordere Sie auf zu gehen, Jason. Komm schon, lass uns gehen. Hören Sie, ich weiß nur eins. Ich habe dieses Jahr über 1 Dutzend Leuten das Leben gerettet. Und ihr Ärsche seid berühmt geworden, weil ihr eine 3-Jährige nicht finden konntet. Das ist schon ewig her. Und es ist keiner mehr verschwunden, seit ich bei den Fährtensuchern bin. Oh ja? Da habe ich was anderes gehört. Ich gehe zurück zur Basis. Skip? Kommst du? Ja, ich komme. Sie sollten besser mit ihm mitgehen. Sonst verläuft er sich womöglich noch. Das wäre vielleicht kein großer Verlust. Ich weiß, dass Sie echte Probleme haben. Ich verstehe nicht. Wie können Sie die so abschalten?
Mama wartet schon auf uns. Komm, Don. Wie läuft's denn? Hat der Hubschrauber was entdeckt? Hubschrauber 1 an Ranger 1. Nichts. Sind Sie sicher, dass sie hier ist? Sie war hier, Don. Mandy Alice war hier. Okay, das reicht mir. Ich werde den Suchtrupp zurückhalten, aber bitte finde sie. Over and out. Basis an Ranger 1. Komm, Basis 1. Ich habe hier ein paar Fährtensucher aus Lone Pine. Die könnte ich gut brauchen. Ich muss ein 12.000 Quadratmeter großes Felsmassiv umgehen und es wird bald dunkel. Wir müssen die Suche auf bestimmte Gebiete begrenzen. Setz jeden verfügbaren Fährtensucher am Highway ein. Wenn Sie auf dem weichen Sand entlang des Seitenstreifens keine Fußspuren entdecken, haben wir die westliche Grenze. Am Highway hätte sie doch wohl jemand gesehen. Es sei denn, einer hat sie im Kofferraum verschwinden lassen. Oh Gott. Schicke ein weiteres Team zur alten Bergwerkstraße, die aus dem Camp rausführt. Zwischen ihr und dem Highway verläuft ein Korridor. Er ist circa eine Meile breit. Ich befinde mich in der Mitte. Verstanden. Sie ist hier draußen und sie wird sich fürchten. Ranger 1 over. Basis an 1. Basis an 1. Ich höre, Basis. Ich habe gerade Corinne Davis in der Leitung. Stellt sie durch. Rachel? Ich kann Sie hören, Corinne. Wir sind etwas weitergekommen. Also, wir wissen, dass er vom Gericht aus zu einem Imbiss in der 26. gefahren ist. Von dort aus hat er sich direkt auf den Weg zum Flughafen gemacht und ist dann nach Vegas geflogen. Und meine Kinder? Corinne, waren meine Kinder bei ihm? Es wurden 3 Tickets gekauft, also würde ich sagen ja, aber in Las Vegas verliert sich seine Spur. Haben Sie irgendeine Idee, wo er sie hingebracht haben könnte? In die Wüste. Davon hat er immer gesprochen. Nun, das ist ein riesiges Gebiet. Aber wir haben einen Punkt, wo wir ansetzen können. Ich kenne da eine ziemlich gute Fährtensucherin. Oh ja, und genau das will er. Außerdem, wer sucht dann nach dem kleinen Mädchen? Und wer sucht dort nach meinen Kindern, Corinne? Ich. Vertrauen Sie mir, ich weiß genau, was ich tue. Das glaube ich Ihnen gerne, aber ich habe immer ein ganz mieses Gefühl, wenn ich sowas sage. Ja, aber Sie tun es trotzdem, oder? Ja. Und jedes Mal bringen Sie sie lebend wieder zurück, oder etwa nicht? Nicht jedes Mal, aber meistens. Und ich auch. Nicht den Glauben verlieren. Corinne, wenn Sie eine Spur entdecken, werde ich dieses Mal gehen. Ich werde gehen. Hi. Ich glaube nicht, dass er auftaucht. Er hat gesagt mittags, jetzt ist es gleich 7. Rachel, schließ mich bei der Sache bitte nicht aus. Er hat gesagt, er bringt mir meine Kinder. Komm schon. Ich werde dich nach Hause fahren. Du willst doch nicht verpassen, wenn er anruft. Kevin hat das Sorgerecht bekommen.
Er hatte meine Kinder. Aber er schaffte es, mich immer weiter zu quälen. Obwohl ich dachte, keinen größeren Schmerz mehr empfinden zu können. Und dann lernte ich Frank kennen. Wir hatten, glaube ich, beide die Hoffnung, er könne mich von diesem Albtraum erlösen. Stattdessen zog ich ihn mit hinein. Hallo? Tja, ich bin aufgehalten worden. Wie wär's mit morgen? Kevin, ich bin dort gewesen. 3 Tage lang bin ich nicht zur Arbeit gegangen. Du willst doch deine Kinder, oder? Ja. Okay, dann wirst du jetzt Folgendes tun. Du wirst in die Wüste fahren. Du wirst dich dort draußen allein mit mir treffen. Beweise mir, dass du mir vertraust. Keiner von deinen Ranger-Freunden. Nein, keiner. Verlass dich drauf. Ich werde dich genau beobachten. Triff dich mit mir allein und ich werde dir deine Kinder geben. Wo? Auf der unbefestigten Straße am Darby Dry Lake. Fahr sie langsam runter. Ich werde irgendwo auf dich an einer hübschen Stelle warten. Sagen wir in 4 Stunden. Okay. Sollte jemand mit dir mitkommen, wirst du niemals deine Kinder wiedersehen. Verstanden? Bis dann. Heute Nacht. In der Nähe von Darby. Okay. Ich werde dich begleiten. Nein. Er hat Nein gesagt. Es ist mir egal, was er gesagt hat. Ich kenne diese Gegend, er nicht. Er kennt sie. Hallo. Ach, Sie kennen mich nicht, aber ich weiß, was Ihre Kinder über Sie erzählt haben. Und ich muss Sie warnen. Er nennt Sie eine Hure, aber mich nennt er genauso. Wer sind Sie? Das spielt keine Rolle. Ich muss versuchen, von ihm loszukommen. Gott, hilf mir. Es tut mir leid, was mit Ihren Kindern passiert ist. Was immer Sie tun, treffen Sie sich mit ihm nicht allein in der Wüste. Denn Sie werden alle sterben. Er ist so bösartig. Oh Gott, so bösartig. Bitte, fahren Sie nicht, okay? Wir sollten die Polizei einschalten. Aber das würde auch nichts bringen. Die Polizei kann ihn nicht stoppen, Frank. Auf keinen Fall lasse ich dich da alleine rausfahren. Das entscheidest nicht du. Er hat gesagt, wenn ich nicht komme, sehe ich meine Kinder nie wieder. Und wenn du hinfährst, wird er sie direkt vor deinen Augen umbringen. Rachel, er will dich haben. Und er wird sie so lange am Leben lassen, bis er dich endlich hat. Also, Schatz, sie haben die größte Chance, wenn du nicht hinfährst. Wo steckst du? Ich werde mich nicht mit dir allein treffen. Dann werden deine Kinder ewig wissen, dass du sie weder geliebt noch gewollt hast. Ist es so, Kinder? Hallo, Mami! Hast du verstanden? Wiedersehen! Ranger 1 an Basis? Ich höre 1. Ich habe eine Spur.
Sie hat die Richtung gewechselt und sie läuft nun geradewegs in die Berge. Hast du ein Team an der Bergwerkstraße? Suchtrupp 3 an Ranger 1. Wir befinden uns auf der Bergwerkstraße. Haben ungefähr eine Viertelmeile zurückgelegt. Denk dran, dass sich der Kaugummi unter ihrer rechten Sohle schnell ablaufen wird. Und vielleicht schon weg ist, wenn ihr eine Spur findet. Verstanden, Suchtrupp 3? Okay, Basis out. Verdammt, es wird dunkel. Basis. Ich lass dich jetzt abholen. Geh irgendwo hin, wo der Hubschrauber dich sehen kann. Nein, Frank, ich bleibe hier. So kann ich vielleicht etwas Zeit gut machen. Hör zu, du bist jetzt fast 14 Stunden da draußen. Du musst dich etwas ausruhen. Frank, zwing mich nicht zurückzukommen. Aber sag mir genau, wo du jetzt steckst. Von Coyote Well, nicht weit weg von der alten Bergwerkstraße entfernt, auf der Suchtrupp 3 gerade ist. Verstanden. Team 2 ist auf dem Highway fertig. Ich habe sie weitergeschickt zur Fire Road 3. Das ist gut. Dadurch haben wir auch nördlich eine Eingrenzung. Was denkst du, wie es ihr geht? Ich weiß es nicht. Sie wird sicher immer noch nach den Vögeln schauen. Pass auf dich auf. Gute Nacht, Rich. Ranger 1 an Basis. Frank, hörst du mich? Tut mir leid, Rachel. Frank hat ein Meeting in der Einsatzleitung. Hier ist Rita. Was kann ich für dich tun? Bitte sag doch Team 2 und 3, dass unsere Kleine die Bergwerkstraße überquert hat. Und sie befindet sich jetzt außerhalb der abgesteckten Zone. Ranger 1, hier ist 3. Was sollen wir jetzt machen? Wir müssen die Suche weiter ausdehnen. Rita, könntest du dich mit der Einsatzleitung in Verbindung setzen und ihnen sagen, dass wir noch mehr Fährtensucher brauchen? Heute waren über 38 Grad. Das Mädchen muss völlig erschöpft sein. Und jetzt ist es kalt. Sie wird frieren. Sie ist nur leicht bekleidet. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, Rach. Rachel?
Sie haben ihn verhaftet. Die Polizei von Missouri hat das Haus gefunden, in dem er sich aufgehalten hat. Sie wollten das Haus nicht stürmen. Er hätte vielleicht den Kindern was angetan. Sie haben gewartet, bis er rauskam und ihn dann geschnappt. Und waren meine Kinder bei ihm? Die Kinder waren nicht da. Rachel, ist irgendjemand bei ihm? Meine Kinder sind bei mir. Meine Kinder sind bei mir. Meine Kinder sind bei mir. Rachel, geben Sie niemals die Hoffnung auf, okay? Also, die Polizei verhört gerade ihren Ex-Mann. Und egal, was Sie herausfinden, ich lasse Sie wissen. Rufen Sie mich an, wenn Sie mich brauchen. Ich bin die ganze Nacht hier. Bitte rufen Sie mich an. Basis hier Sucht 2. Hat das Kind irgendetwas zu essen oder Wasser bei sich? Soweit uns bekannt ist, nicht. Wie lange ist es jetzt schon unterwegs? 13, 14 Stunden. Wieso hat es nicht einfach aufgegeben? Weil es schwer ist zu akzeptieren, dass es keinen Weg nach Haus gibt. Die Wüste hilft einem nicht über den Schmerz der verloren gegangenen Kinder hinweg, betäubt ihn nicht einmal. Aber der Wüste kann es auch egal sein. Also geht man weiter. Die panische Angst weicht dem Mut. Und währenddessen wird einem klar, dass man überleben wird. Und dann danach fragt man sich, warum. Ranger 1 an Basis. Kommen, Rachel. Rita, irgendeine Nachricht aus Elkwood? Sie läuft direkt auf den Quattro Summit zu. Elkwood sagt, ihre Suche ist fast abgeschlossen. Sie schicken dann 6 Fährtensucher bis Mittag zu uns rüber. Bis Mittag? Bis Mittag lebt sie nicht mehr. Basis? Kommen eins? Ich hab die Stelle, wo sie die Nacht verbracht hat. Gute Arbeit. Sie ist nicht vor Tagesanbruch weitergegangen. Sie hat nicht mehr als 3 Stunden Vorsprung. Rita, kannst du bitte ihre Familie benachrichtigen? Die Mutter steht hier vor der Tür. Gut. Kannst du sie etwas fragen? Hatte sie eine Puppe bei sich? Oh mein Gott. Hey Rachel, hier ist Frank. Was gibt's? Dort, wo sie gelegen hat, deuten die Spuren darauf hin. Wenn sie ihre Barbie bei sich hat, hat sie auch ihren Rucksack mit. Darin war etwas zu essen und Wasser. Wie viel Wasser? Eine große Flasche. Wie groß war sie? Na, so ungefähr. Wie viel ist das? Etwa einen halben Liter. Was hatte sie zu essen mit? Im Rucksack war ein Päckchen Käsecracker. Ja, es waren 3 Cracker drin und 4 Scheiben Käse. Das wird ihr doch helfen, oder nicht? Alles ist hilfreich, Mrs. Ellis. Sie spielt noch immer mit ihrer Barbie. Sie werden sie doch finden, nicht wahr? Sie irrt doch schon so lange da draußen umher. Ganz allein. Schließlich ist gut. Ja, werden wir.
Wir werden sie finden. Ich hätte ihr die Wahrheit sagen können. Ein Mensch braucht bei dieser Hitze gut 4 Liter Wasser am Tag. Dieser halbe Liter war längst aufgebraucht. Wen wollte ich damit schützen? Sie oder mich? Ich kroch auf allen Vieren und suchte nach einer Barbie. Aber diese Barbie war schlau und zäh. Sie wusste, dass sie ihre eigene Fußspur zurückverfolgen konnte. Das tat Barbie. Und plötzlich kam Mandy darauf, das Gleiche zu tun. Aufgeregt sprang Mandy auf und versuchte es. Aber dieser Berg war zu hoch für ein kleines Mädchen. Die vorhandenen Spuren waren kaum zu erkennen. Und die zerknickten kleinen Zweige, der Kreis schlaftrunkener, schlurfender Schritte spiegelte wieder, wie ihre Hoffnung langsam schwand. Wo sie gesessen hatte, verzweifelt und immer benommener wurde. Wo sie aufgestanden und weitergetaumelt war. Man sagt, es sei besser, geliebt zu haben und diese Liebe zu verlieren, als nie geliebt zu haben. Aber ich denke, was die Hoffnung angeht, ist das Gegenteil der Fall. Mandy hatte erkannt, dass verlorene Hoffnung schlimmer war als gar keine Hoffnung. Sie drohte zu sterben. Hier ist Rachel. Sprechen Sie nach dem Piep. Ich gebe dir die Kinder zurück. Ich werde heiraten. Es ist, glaube ich, an der Zeit, dass Sie Ihre Mutter kennenlernen. Was soll ich sagen, Rach? Ich schätze, die Liebe hat mich reifer werden lassen. Morgen werden wir losfahren. Sorg bitte dafür, dass Sie noch vor September in der Schule angemeldet werden. Ich werde so ein Papier aufsetzen, mit dem dir das Sorgerecht übertragen wird. Das alleinige Sorgerecht. Wir werden noch mal aus Dallas bei dir anrufen. Okay, alles klar. Bis dann. Er hat gesagt, er bringt die Kinder wieder zurück. Das ist Kevin. Oh meine Güte, sind die groß geworden? Danke. Oh, lass dich anschauen. Ruthie, das ist Mama. Hey, Ruth. Komm schon, Ruthie. Steig aus. Hi. Hallo, Mami. Ich bin Frank. Tag, Sir. Oh, du bist ja so groß geworden. Ja, sie wachsen wie Unkraut. Vielen Dank, Kevin. Ich denke, in den Sommerferien können Sie mich ja mal besuchen, oder? Ich möchte den Kontakt nicht völlig verlieren. Wie du willst. Tja, ich habe noch einen weiten Weg vor mir, also werde ich jetzt fahren. Kinder, sagt ihr mir noch auf Wiedersehen, ja? Auf Wiedersehen, Sir. Okay, Junge. Auf Wiedersehen, Daddy. Schon gut. Bitte sei nett zu deiner Mami. Verstanden? Ja, Sir. Sie müssen Frank sein. Freut mich, Sie kennenzulernen. Haben Sie vor, noch lange in der Gegend zu bleiben? Nein. Ich will durch die Wüste sein, bevor es dunkel wird. Ich mag die Einöde nicht. Also bis dann. Das war ja gar nicht so schlimm. Nein, Daddy, nein! Daddy, nein! John! John! Geh weg! Hey, John! Nein! John, John, John! Nein! Oh, ganz nein! Ruhig. Bitte beruhige dich, ist ja gut. Ganz ruhig, John, komm. Ich töte mich lieber, bevor ich nochmal zu ihm zurückgehe. Ist ja gut, ist gut, ist ja gut. Na, komm. Johnny! Johnny! Oh.
Ich habe mir das Fährtensuchen selbst beigebracht, kurz nachdem ich hierher kam. Der Chef der Ranger hatte mich dazu ermutigt. Es gab keinen einzigen Fährtensucher in dieser Gegend und ich hatte nichts Besseres zu tun. Ich habe ein Buch über die Grundlagen gelesen. Dann ging ich raus in die Wüste. Eine einsame Zeit. Keine Ablenkung, keine Abwechslung, keine Pause. Hunderte von Stunden verbrachte ich allein da draußen. Ich folgte jeder Spur, die ich entdeckte, verfolgte sie, soweit es ging. Bei jedem Wetter, bei allen erdenklichen Lichtverhältnissen. Ich untersuchte die Spuren von Ameisen, Wüstenmäusen, kleinen Kindern und alten Leuten, Schafen, Kojoten, Klapperschlangen und Eidechsen. Ich folgte ihnen bis zu ihrem Bau, ihren Wasserstellen oder Verstecken. Ich lernte die Spuren, die sie auf ihrem Weg hinterließen, zu lesen. Ich trat auf Zweige und Gräser, merkte mir die Stellen und ging 30 Tage lang immer wieder dorthin, um zu beobachten, wie sich die Farbe der Pflanzen veränderte, während sie sich langsam wieder aufrichteten. Ich konnte nicht erklären, was ich sah, aber ich achtete auf die Details und vergaß sie nie mehr. Hubschrauber 1 an Ranger 1. Sprechen Sie, der. Wo zum Teufel sind Sie? Ich bin eine halbe Meile östlich des Quattro Summit. Kann man dort landen? Ja, hier ist es ziemlich eben. Ich lag auf der Erde und beobachtete, wie sie sich erholten. Und ich wünschte, es gäbe eine Möglichkeit, auch meine Seele zu heilen. Ich habe Hilfe mitgebracht. Hi. Hi. Bist du okay? Corinne hat angerufen. Sie macht sich Sorgen um dich. Weißt du, was meine Mama gesagt hat? Ist lang her. Sie sagte, wieso gehst du nicht wieder zurück zu ihm? Dann hätten wir alle unsere Ruhe. Meine Cousine war auch da und meinte, Jane, wenn sie zu ihm zurückgeht, bringt er sie auf der Stelle um. Und ebenso die süßen kleinen Kinder. Und meine Mom sagte, weißt du, Liebes, das liegt dann in der Hand Gottes. Ich nehme dich jetzt mit, Rach. Das Team aus Elkwood ist hier. Sie werden jetzt die Suche übernehmen. Ich bleib hier draußen. Du blutest und du bist erschöpft. Meinst du damit etwa, ich gefährde die Suche? Das habe ich nicht gesagt, aber ich befehle dir, jetzt steig in den Hubschrauber. Ich nehme keine Befehle mehr von Männern an. Okay, dann flehe ich dich an. Bitte steig in den Hubschrauber. Nicht, ehe ich sie gefunden habe. Und was ist, wenn du sie nicht findest? Wir haben 2 Jahre gebraucht, um die Überreste von Sarah Newberry zu finden. Ich habe Zeit. Hier, trink das. Frank, das Büro des Leichenbeschauers will wissen, ob sie sich bereithalten sollen. Es sind jetzt fast 32 Stunden. Ja, aber die sollen am Victory Pass warten. Ich will nicht, dass die Familie das mitkriegt. Ich möchte, dass du weißt, dass ich dich sehr liebe, Rach.
Ich liebe dich auch, Frank. Okay, Jungs, sie bleibt. Sie ist der Chef, passt gut auf sie auf. Alles klar, ich lasse viel Glück. Machen wir, Frank, können wir gebrauchen. Hi, Jim. Hi, Rachel. Ed. Hey, nett, dass Sie helfen. Fangen wir an. Auf geht's. Was müssen wir wissen? Sie kam den Berg runter und ist dann da drüben weitergegangen. Was schätzen Sie, wie alt die Spuren sind? Ein paar Stunden. Durch den plötzlichen Wind sind die Spuren ziemlich stark verwischt. Die Kleine scheint angeschlagen zu sein. Sie ist hier überall rumgelaufen, völlig ziellos. Sie wird nicht mehr lange durchhalten. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wir sollten springen. Springen? Zwei von uns gehen seitlich, weit außen, und treffen ungefähr eine Viertelmeile vor dem Mann, der in der Mitte geht, wieder zusammen. Wir überspringen die Distanz, wenn einer eine Spur hat. Haben Sie das noch nie gemacht? Nein, ich arbeite sonst allein. Dann werden Sie in der Mitte gehen. Dem Weg sind Sie ja bisher gefolgt. Dann los. Ich übernehme die linke Seite. Gut. Ich bin Fährtensucher geworden, um allein zu sein. Das ist mir jetzt bewusst. Stundenlang allein umherzuziehen. Das exakte Beobachten. Der intensive körperliche und geistige Einsatz. Anderen Leuten war das fremd. Und dann geschah etwas. Als ich durch die Wüste ging, um den Menschen zu entfliehen, stellte ich fest, dass ich sie suchte. Ich folgte ihren Spuren. Aber es hatte immer einen Hintergrund. Die Hoffnung, dass die Spuren, denen ich folgte, mich eines Tages zu meinen Kindern führen würden. Dass ich sie zu mir nach Hause bringen könnte, unversehrt. Und dass sie endlich glücklich werden. Eigentlich wollte ich ein kleines Nickerchen machen. Und was haltet ihr davon? Nicht kitzeln! Ich bin gleich wieder. Wir sind leider nicht da. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Okay. Ich habe beschlossen, dass meine Familie Weihnachten zusammen feiern soll. Also werde ich zu euch kommen. Ich habe mich entschieden. Ich habe beschlossen zu heiraten. Ist ziemlich dämlich. Es gibt keinen Grund dafür. Ich habe ja schon eine Ehefrau. Und Kinder. Also komme ich zu euch. Ich komme, damit wir alle zusammen sein können. Was Gott zusammenfügt, das soll der Mensch nicht scheiden. Kevin? Nein. Wir haben schon was anderes vor. Dann blast es ab. Kevin, wir sind seit über 7 Jahren nicht mehr verheiratet. Wir sind keine Familie mehr. Glaubst du wirklich, Weib? Glaubst du wirklich, du könntest mir so leicht entkommen? Ich will, dass die Kinder sauber sind. Sorg dafür, ich bin auf dem Weg. Ich komme, verstanden? Du miese Schlampe. John, Ruthie, kommt her! Kommt rein! Was ist los? Wir fahren jetzt Wieso los. Kommst du nicht mit uns? Mein Liebling, es ist sicherer für uns, wenn wir alle woanders sind. Okay? Aber was ist, wenn er dir wehtut? Das wird er nicht. Er wird mir nichts tun, wenn er merkt, dass ihr weg seid. Okay? Er wird uns doch nicht finden. Nein, Schatz, nein. Seid brav, ja? Bis bald. Aber ruft nicht an, bitte! Ihr dürft mich hier nicht anrufen! Ich werde einen Weg finden, euch anzurufen! Oh.
was, genau auf 2 Uhr. Rachel! Ich komme! Nichts Genaues, aber es ist eine rechte Sohle. Der einwärts gedrehte rechte Fuß. Ja, das ist sie. Gut, wir kommen der Sache näher. Gehört das ihr? Ja. Das ist gut. Sie kann noch denken, sie befreit sich von ihrer Last. Dass sie ihn fallen gelassen hat, hat sie nicht gemerkt. Aber das können Sie doch gar nicht wissen. Sie würde vielleicht irgendwo ihren kleinen Rucksack vergessen. Aber nicht ihre Barbie. Sie weiß nicht, dass sie weg ist. Das werden wir Ihnen so abkaufen müssen. Okay, versuchen wir es weiter. Mandy! 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 Ich war mir sicher. Es stand für mich völlig außer Frage. Wenn wir vorher wüssten, dass wir irgendwann das verlieren, was wir am meisten lieben, würden wir alles anders machen. Wir würden lieber sterben, bevor wir es uns aus den Händen reißen lassen würden. Grandma. Grandma war sehr lieb zu uns. Ja, schön. Das ist ja eine merkwürdige Stelle, um zu parken. Rutscht runter, damit man euch nicht sieht. Nur für den Fall. Kinder, bleibt unten, es tut mir so leid. Komm schon, komm schnell. Hilfe, ich brauche Hilfe. Mein Ex-Mann versucht mich umzubringen. Joe? Ja? Wo ist er? Er war vor meinem Haus. Haben Sie eine einstweilige Verfügung? Eine einstweilige Verfügung nützt nichts. Sie müssen mit einem Richter sprechen. Erste Tür links. Mom! Mom! Er ist hier! Mom! Nein, Kevin! Nein! Nein! Obwohl mich die Gerichte bisher im Stich gelassen hatten, versuchte ich erneut, um Schutz zu bitten. Und dieses Mal glaubte mir der Richter. Und er glaubte mir, dass Kevin uns misshandelt hatte. Aber er war auch der Ansicht, dass der biologische Vater Zeit mit ihnen verbringen sollte. Er gab Kevin noch einmal 8 Stunden Zeit, mit John und Ruthie ohne Aufsicht zu verbringen. Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe. Sie liegt in einer Mulde in der Gegenrichtung von euch. Mir geht's gut.
Ich bin okay. Hier kann ich nicht landen. Geht irgendwo hin, wo es eben ist. Gut, Hubschrauber 1. Ich gehe zu ihr. Ich sag Bescheid, wenn wir Hilfe brauchen. Danke. Sie kann nicht weit sein. Das sieht nicht gut aus. Sie kann nicht weit. Ich suche mal ein bisschen Schatten. Kommen Sie, Rachel. Sie haben Glück, dass ich auch Hausbesuche mache. Haben Sie sich übergeben? Nein. Krämpfe? Ja. Oh. Haben Sie die ganze Zeit nur normales Wasser getrunken? Ich habe Bananenchips dabei. Ja, aber Sie haben sie nicht gegessen. Zwar grauenvoll, aber es sind pure Elektrolyte. Ed, ich habe einen Abdruck. Etwa 300 Meter von euch. Auf 10 Uhr. Verstanden. Nein, so weit kann sie es nicht geschafft haben. Es gibt keine Fußabdrücke mehr. Sie kriecht jetzt. Ed, komm, wir grenzen die Sache ein. Na schön, na schön. Ich muss das checken. Holen Sie den Hubschrauber her. Okay? Ja. Ich hab sie!
Ich hab sie! Und langsam weiter. Die Temperatur liegt bei 41. Der Puls ist 21. Was anheben. Blutdruck 65 zu 40. Ja, akuter Wassermangel. Sie war sehr lange der Sonne ausgesetzt. Halten Sie alles bereit. Haben Sie verstanden? Ja, das ist korrekt. Vorsichtige Ankunftszeit in 20 Minuten. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Das ist mein Job. Ma'am, kommen Sie. Bitte steigen Sie ein. Danke. Schon gut. Hey, Kleine. Das nächste Mal gehen wir diese Strecke gemeinsam. Seid tapfer, Mandy. Das wär's. Wir können abrücken. Suchen bedeutet zu lernen, neben anderen Menschen herzugehen, fürsorglich die Hände auszustrecken, ohne zu wissen, ob man sie erreicht. Ohne zu wissen, ob sie leben werden oder vielleicht sterben, trotz größter Anstrengungen. Fährtensuchen bedeutet, den Willen zu haben, es zu versuchen. Und für mich heißt Fährtensuchen vor allem, ruhig dazusitzen und mein eigenes Leben zu betrachten. Und zu versuchen, die Bedeutung der Spuren zu verstehen, die jeder von uns im Verlauf seines Lebens hinterlässt. Sich den Erinnerungen und Ängsten zu stellen, sich damit abzufinden, dass es keine Hoffnung gibt und trotzdem weiterzumachen. Kurz gesagt, zu lernen, neben mir selbst zu gehen. Fährtensuchen bedeutet mehr als nur verschwundene Kinder nach Hause zu bringen. Hi. Hi. Alles okay? Ein einfacher Stich. Roger quält gerne Leute. Nun, wenigstens hat er dich ruhig stellen können. Ihr könnt jetzt alles verlassen. Wie geht's, Mandy? Sie hat einen schlimmen Sonnenbrand, aber sie wird wohl keine bleibenden Schäden davontragen. Und wie ist sie so drauf? Besser als ihr Körper. Sie kann es kaum erwarten, da wieder rauszugehen. Hat sie dir erzählt, wieso sie weggelaufen ist? Sie ist auf die Toilette gegangen, sah einen Hasen und ist dem gefolgt. Dann ist sie hinter einer Eidechse her, sah eine Blume, entdeckte einen Vogel. Und dann ist ihr plötzlich klar geworden, ich zitiere, meine Eltern sind verschwunden. Jemand muss ihr diesen Unsinn doch ausgeredet haben. Oh ja, ich. Ich hab den ganzen Ranger-Drill durchlaufen. Ja, ich auch. Nur, dass ich ihn in 5 verschiedenen Sprachen machen musste. Dauernd hielten sie mir immer, wenn ich mich umdrehte, ein Mikro vor den Mund. Gefallen hat mir das Interview der Japaner. Ich habe nur aufs Mikro gestarrt und dann das Ganze auf einen Satz reduziert. Wenn man merkt, dass man sich verirrt hat, sollte man sich einfach hinsetzen. Ich sitze. Ja. Hat Corinne angerufen? Ja. Sie ist unterwegs nach Missouri. Kevins Cousin hat gesagt, er wüsste, wo Kevin die Kinder hingeschafft hat. Lebendig oder tot? Ich müsste raten, ich weiß es nicht. Wie lange ist es her? 5 Stunden etwa.
Selbst wenn sie versucht hätte anzurufen, wäre es unmöglich gewesen. Hier ging es zu wie im Zoo. Frank. Wenn du durch die Wüste gehst, musst du lernen, die guten Hinweise und die schlechten zu sehen. Sonst erkennst du die Wahrheit nicht. Rachel, nun komm. Du weißt doch gar nicht... Fahr mich nach Haus, Frank. Okay. Willst du das wirklich jetzt machen, Rachel? Soll ich dir dabei helfen? Rachel da? Oh, ja. Ja, sie ist drin. Oh, Gott sei Dank. Sie müssen Corinne sein. Hi, ich bin Frank. Hallo, ja. Gott, ich war schon überall. Im Krankenhaus, in der Zentrale, im Camp und jetzt hier. Haben Sie Ihren Anrufbeantworter nicht abgehört? Nein, heute nicht. Es war hier etwas zu... Kommt schon, wacht auf. Ihr seid zu Hause. Mein Liebling. Sie haben sie gefunden. Ich bin so froh, dass ich sie wieder habe. Tja, ich muss jetzt fahren. Geschehen. Dann viel Glück. Okay? Sie können fahren, Jeeves. Ja, Ma'am. Nochmals danke. Wiedersehen. Wir alle lieben ein glückliches Ende. Früher habe ich geglaubt, wenn ich nur von den guten Zeiten erzähle und mich an diese erinnere, dann würden wir auch etwas davon erleben. So funktioniert es leider nicht. Kevin wurde auf Kaution freigelassen. In den 6 Wochen vor seiner Verhandlung wurde 16 Mal in unser Haus eingebrochen. Die Anklage wegen Kindesentführung in verbrecherischer Absicht wurde auf eine mindere Straftat reduziert, weil er versprach, uns in Ruhe zu lassen. Wir drei haben ihn zwar seit Jahren nicht gesehen, aber er quälte uns weiter. Unser Telefon klingelte morgens um 4:30 Uhr und niemand war dran.
Wir haben unsere Namen geändert, unsere Anschriften, haben unsere Telefonnummern gewechselt. Vergeblich. Erst kürzlich klingelte das Telefon immer dann, wenn Ruthie allein zu Hause war. Trotzdem haben wir gelernt, damit zu leben. Einen Fuß vor den anderen zu setzen, solange es eben geht. Darauf zu vertrauen, dass sich für uns alle, die Probleme lösen werden. Hoffnung ist das Markenzeichen eines Fährtensuchers. Die Hoffnung, eine Spur zu finden, der wir am Ende alle folgen. Und bei der das Leben eines jeden von uns eine Kette symbolisiert, die bis zum Anbeginn der Welt reicht. Jede unserer Fährten ist eingebettet in ein Netz, das sich in die Ewigkeit erstreckt. Niemand von uns geht allein.